Ohne Mist, das klingt ultra spannend, meiner Meinung nach. Ja, hauptsächlich um sowas. Alle Leute kennen Tomatonix nur so, Junge. Wenn das wirklich geht, ich will jetzt nicht sagen, dass Geister dann real sind, aber ich glaube schon, dass dann so welche Dinge halt auf jeden Fall real sind. Also so dieses Paranormale und Schatz, ich habe auf die Augen geguckt. Schon ein spannendes Thema auf jeden Fall, schon ein spannendes Thema. So, ist jetzt scheißegal, wir reagieren jetzt auf das erste Video, meine lieben Freunde. Und zwar reagieren wir jetzt auf das neueste Video, kam vor 8 Tagen raus von Tomatolix. Ja, und zwar Tomatolix, ein Video gemacht, was mega passend ist zu dem, was wir so uns immer angucken. Und zwar geht es in dem Video um Astralreisen. Warum ist denn die Kamera so klein jetzt hier? Muss ich jetzt so? Scheiße, das habe ich nicht bedacht. Ist nicht schlimm, ich bleib so. Ja? Ja, ja. Okay. Astralreisen, Selbstexperiment, kann ich meinen Körper verlassen? Wir können ja jetzt mal eine 1 in den Chat schreiben an die Leute, die glauben, dass man seinen Körper verlassen kann über Astralreisen. Und 2, wer glaubt, das geht nicht? Ach, Gesundheit, sorry. Dankeschön, danke. Das kann schon schon gut, Schatz. Hab ich schon verstanden. Hab ich schon verstanden. Ich war von diesem Thumbnail ja, da so. Von dem Thumbnail, klar. Alter, ich war gerade da voll. Schon okay, Schatz. Also viele, die hier im Chat sind, oder fast alle eigentlich, glauben, dass das geht. Ich würde mich dem anschließen. Ich glaube auch, dass Astralreisen möglich sind. Glaubst du? Ist so ähnlich wie Schlafparalyse? Ja, ich glaube, geht so in die Richtung. Die aber ich denke mal, wir werden jetzt mehr darüber erfahren. Schauen wir uns das doch mal an. Ich weiß nicht mal richtig, was das ist. Eine Astralreise? Eine Astralreise ist, soweit ich weiß, wenn du halt aus deinem eigenen Körper irgendwie austrittst, um... Ja, aber wie geht das? Ja, über, das meine ich, ja, über die Psyche, oder nicht? Ja, aber machst du das mit irgendjemandem? Oder? Ja, da führt dich jemand durch, ja. Glaube ich. Oder es, ich glaube, du kannst es sogar alleine machen, wenn du erfahrener bist. Findest du das übergriffig, wenn ich dich jetzt so in der Astralwelt einfach besuchen komme? Leute, ich hatte gerade meine erste Astralreise. Was wäre, wenn man den eigenen Körper verlassen könnte, um dann in einer Paralleldimension all das zu tun, was man normalerweise nicht tun kann? Genau das soll durch sogenannte Astralreisen möglich sein. Zumindest laut einigen Leuten auf Social Media. Du kannst mit deinem Geist aus deinem Körper rausgehen und durch die Welt fliegen. Ich kann Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Das war wirklich dieser Punkt, in dem mein Geist mich wirklich verlassen hatte und ich kurz für einen Moment vor mir selber stand. Ich konnte, sag ich mal, von der Vogelperspektive auf das komplette Zimmer schauen. Ich konnte mich da liegen sehen. Du machst eine Astralreise und erwischst deinen Freund beim Fremdgehen. Girl, der Typ. Die Frage, die ich mir da direkt stelle, meinen die damit quasi, dass man sich das so krank gut vorstellt? Oder ist das wirklich wie so eine Kamera, die das oben filmt? Also wenn da jetzt eine Hand drüber kommen würde, dass man die dann auch sehen würde und so. Das frage ich mich, ob das wirklich so mehr Einbildung ist oder ob das dann echt so ist, dass man quasi da so eine Vogelperspektive einnehmen kann. Ja, wir werden es vielleicht erfahren. Der Typ steht astral ganz oft nachts an deinem Bett und schaut, was du tust. Das geht wirklich. Wenn du mir nicht glaubst, ich beweise es dir. Zusammengefasst, Astralreisen sind irgendwas zwischen luzidem Traum, Out-of-Body-Experience und Nahtoderfahrung, aber auch irgendwie nicht so richtig. Vielmehr soll sich bei einer Astralreise das Bewusstsein oder die Seele vom physischen Körper lösen, wodurch man dann durch andere Dimensionen oder Welten reisen kann. Allerdings gibt es neben einer Menge Erfahrungsberichte auch einen CIA-Bericht, der eine Technik beschreibt, mit der sowas möglich sein soll. Und auch ich habe von euch eine Menge Nachrichten bekommen, dass ich das Ganze mal ausprobieren soll. Deshalb möchte ich in den nächsten 30 Tagen herausfinden... Ich schwöre es dir, ich weiß jetzt noch nicht, was bei dem Video rauskommt, aber es wäre auch was, das hätte ich auch mal Bock auszuprobieren. Ohne Mist, das klingt ultra spannend, meiner Meinung nach. Was an dem Phänomen wirklich dran ist und ob auch ich zum Astralreisenden werden kann. Dazu spreche ich mit einem Bewusstseinscoach, der schon eine Menge Astralreisen erlebt hat. Schau mir mal an, was die Wissenschaft dazu sagt und mache das Selbstexperiment. Experiment. Wenn ihr nicht nur mittels Astralreise verreist, sondern auch so Urlaub im Ausland plant und dabei nicht auf mobiles Internet verzichten wollt, dann habe ich einen Tipp für euch und zwar Saylee, die machen ESIM-Karten. Ihr kennt vielleicht das Problem, wenn man außerhalb der EU unterkommt, man muss der Linie eine Reisezeit geben. Meine Eltern haben sich schon einen unterladen. Ich habe ja auch schon für demnächst mal eine Reise plant, probiert das gerne mal aus. Ich bin ein ziemlich aufgeschlossener Mensch und ich habe ja auch schon verschiedenste Bewusstseinszustände ausprobiert, also sei es sowas wie Rückführung in anderes Leben, holotropes Atmen, oder auch sowas wie LSD oder Ayahuasca. Trotzdem werde ich ziemlich skeptisch. Was für Aufnahmen von ihm, ne? Bis Atmen. Junge. Oder auch sowas wie LSD oder Ayahuasca. Ey, stell mal vor, er nimmt das hier so als Profilbild oder so. Oder das hier. Oder das einfach so. Tomatolix, neues Profilbild. Ganz ehrlich, man sieht ihn so öfter so als nüchtern, würde ich fast sagen, oder? Ja, das ist ja hauptsächlich um sowas. Alle Leute kennen Tomatolix nur so, Junge.
Ist der Typ überhaupt irgendwann mal wach eigentlich oder nüchtern, meint ihr? Der ist doch bestimmt 24-7, macht er irgendein Selbstexperiment. Das ist so lustig, der hat die ganzen Drogen alle getestet. Und jetzt vor kurzem war der irgendwie doch bei der Kriminalpolizei oder irgendwie so. Das ist so lustig. Ist echt so, ne? Total so. Widersprüchlich. Ja. Oskar, trotzdem werde ich ziemlich skeptisch, wenn ich so Sachen höre, wie, dass man dabei mit Verstorbenen sprechen kann oder durch die Zeit reisen. Also es klingt halt einfach komplett unrealistisch für mich. Trotzdem versuche ich dieses Selbstexperiment so open-minded wie möglich zu beginnen und ja, versuche mich jetzt einfach darauf einzulassen. Ich bin sehr gespannt, auf welche Reise ich mich diesmal begeben werde. Um mich auf mein Experiment vorzubereiten, bin ich jetzt mit Andreas verabredet. Der ist Bewusstseinscoach und hat ein Buch über Astralreisen geschrieben. Und ich hoffe, dass der mir so ein bisschen erklären kann, wie ich diesen Zustand erreichen kann. Was sind Astralreisen eigentlich? Astralreisen sind außerkörperliche Erfahrungen, dass du sozusagen außerhalb deines Körpers stehst und dann einfach von außen auf deinen Körper blicken kannst, wie dein Körper im Bett liegt und schläft. Bei beispielsweise Narkosepatienten, die in einer OP waren, die konnten dann dort sogar tatsächlich den Operationsverlauf nochmal genauso wiedergeben. Und das haben die Ärzte dann auch bestätigen können, dass es so war. Also das sind so Sachen, die beim Astralreisen möglich sind. Wie fühlt sich dieser Zustand an, so eine Astralreise zu erleben? Die erste Erfahrung war einfach sensationell. Also ich lag da so in meinem Bett und dann habe ich so schon gespürt, alles vibriert. Alles bewegt sich so vom Raum her. Jetzt habe ich so gespürt, so okay, da ist dieser zweite Körper, den ich wahrnehmen kann. Und dann habe ich so meine Hände ausgestreckt und habe halt so gesehen, dass die so durchsichtig sind, so bläulich scheinen. Dann habe ich einfach mal meine Hände so nach oben bewegt und habe so gemerkt, dass ich die so ganz lang machen kann und habe dann so die Decke abgetastet, so ganz oben. Und dann wollte ich eben Alter, da hoch und dann bin ich so aus meinem Körper hochgeschnellt. Als ich dann da oben war an der Decke, habe ich mich umgedreht und sah so meinen Körper da liegen und ich dachte erstmal so, ey, no joke jetzt, ne? Wenn das wirklich geht, ich will jetzt nicht sagen, dass Geister dann real sind, weil Geister, da stellt man sich halt direkt so einen Geist vor, so, ne? Aber ich glaube schon, dass dann so welche Dinge halt auf jeden Fall real sind. Also so dieses Paranormale und vielleicht auch wirklich Geister in so Menschenform, so. Aber ganz ehrlich, jetzt frage ich mich, kannst du dabei auch Panik kriegen? Bei der Astralreise? Ja. Weiß ich nicht. Wäre eine Frage für ihn, denke ich mal. Dass ich tot bin. Und dann bin ich genau in dem Moment, als ich mir Gedanken gemacht habe, wieder zurück zum Körper, ist es auch passiert. Dann war ich wieder in meinem Körper drinnen und lag dann eben wieder da so, wow, was ist da gerade passiert und wie krass war das denn? Am liebsten würde ich natürlich direkt mit meiner ersten Astralreise starten, aber das Ganze ist nicht ganz so einfach und man muss sich schon darauf vorbereiten. Deswegen habe ich mich in den letzten Tagen viel mit dem Thema beschäftigt und schon gelernt, dass es anscheinend 3 Phasen gibt, die man absolvieren soll, damit das Astralreisen später einfacher klappt. Und jede dieser Phasen werde ich jetzt für eine Woche lang trainieren. Krass. Tag 1 meines Selbstexperiments. Ich habe mir gerade mal verschiedene Anleitungen angeschaut. Um das Ganze zu trainieren, soll man erstmal körperliche und geistige Entspannungsübungen machen. Also vor allem. Ey, das ist so hammerinteressant, ne? No joke. Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Paranormalen zusammenhängt. No joke. Ich glaube, dass das extremst viel mit dem Paranormalen zusammenhängt. Mit Hilfe von geführten Meditationen und binauralen Beats. Und ja, damit werde ich jetzt starten. Herzlich willkommen zu unserer ersten gemeinsamen Übung dieses Astralreisenkurses. Lasse die Entspannung tief in deinen Körper sinken. Beim Ausatmen lässt du alles locker. Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall schon mal ganz gut geklappt. Aber ich frage mich jetzt, was das genau mit der Astralreise zu tun hat. Welche Techniken gibt es, wenn man eine Astralreise erleben möchte? Man kann natürlich durch ganz spontane Methoden in Astralreisen fallen, auch so Nahtoderlebnisse oder psychedelische Erfahrungen mit Substanzen. Allerdings können Astralreisen auch trainiert werden. Einfach nur durch unseren Bewusstseinszustand. Der erste Schritt ist, du legst dich einfach in dein Bett und versuchst einfach einzuschlafen, während du noch wach bleibst. Genau in dem Zustand musst du einfach wach bleiben. Dann wirst du so vor deinen verschlossenen Augenlidern so Muster, Symbole sehen, so die so auftauchen, Lichtblitzchen, Farben. Das ist so das Erste, was passiert, ist der hypnagoge Zustand. Dann versuchst du einfach hier noch tiefer in den Zustand hineinzugleiten und dann fällt er automatisch in die Schlafparalyse. Dann wirst du eine sehr, sehr starke Vibration spüren. Das fühlt sich bei vielen so an, als ob da so ein Helikopter über dir fliegt und im nächsten Schritt versuchst du deinen Astralkörper zu aktivieren und dich mit deinem Astralkörper dann zu lösen aus
dem physischen. Da kannst du auch verschiedene Techniken anwenden, dich zum Beispiel so aus dem Körper rausrollen oder dir so vorstellen, da hängt ein Seil von oben hinunter und du greifst mit deinen Astralhänden so dagegen und ziehst dich so aus deinem Körper raus. Wie häufig sollte ich das zum Beispiel machen? Alter, das ist so krass, oder? Mich fasziniert das total. Mich fasziniert das unfassbar, richtig krank. Ich würde es einerseits voll gerne ausprobieren, andererseits halt voll Schiss. Ich weiß nicht, nee. Ich glaube, ich hätte weniger Schiss. Ich hätte so mehr Interesse. Das kann ja nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass du wieder wach wirst oder dass du in einer Schlafparalyse irgendwie landest. Und dann kann dich ja trotzdem noch jemand wecken. Was ist kacke. Ja, dann bist du so verwirrt halt, ja. Du willst es ja auch in dem kurzen Zeitraum erlernen mit diesen 30 Tagen. Da solltest du auf jeden Fall jeden Tag die Techniken machen. Ich habe die letzten Tage immer wieder Entspannungsübungen gemacht und hatte auch gerade noch eine kleine Trainingssession. Also ich schaffe das jetzt mittlerweile auch ohne geführte Meditation in diesen meditativen Entspannungszustand zu kommen. Einfach nur, indem ich mich auf mich selber und auf meine Atmung konzentriere. Damit habe ich Phase 1 bestanden. Jetzt geht es darum, dass mein Körper schläft, aber mein Geist wach bleibt. Und das soll ich dann in Phase 2 lernen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil ich kann mir das gerade ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen. Guten Morgen, jetzt beginnt Phase 2 meines Astralreisentrainings. Ich liege jetzt gleich hier und sage mir immer, ich werde eine Astralreise erleben und stelle mir dabei ja, Sachen aus meinem Leben vor, irgendwelche Orte, irgendwelche Menschen. Ey, das habe ich aber auch mal gehört und auch mal ausprobiert, dass man zum Beispiel, wenn man hier versuchen will, luzide zu träumen, sich halt immer wieder während des Einschlafens das sagen soll, ich werde jetzt gleich luzide träumen und immer wieder wiederholen, aber ich habe es nie geschafft, ich bin immer eingepennt, habe das dann vergessen zu wiederholen im Kopf. Ich würde nicht sagen, dass ich luzide träumen kann, aber ich kann mir schon irgendwo aussuchen, wovon ich träume. Ich mache mir einfach voll die Gedanken, bevor ich schlafe. Ja, krass. Über Sachen und dann träume ich davon. Ich glaube, dann bist du auch nicht so weit vom luzide Träumen weg. Vielleicht könntest du das sogar. Aber kennst du das nicht, wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, dir voll Gedanken gemacht hast oder du hast gerade irgendwelche Probleme oder so, Sorge und träumst du auch davon? Ja, doch, das schon. So ja, ja, stimmt, ja. Menschen irgendwelche Gefühle nach einer bestimmten Zeit sollen die dann automatisch entstehen irgendwie im Kopf. Die Sache bei dieser Phase ist wohl, dass viele Leute erstmal einschlafen, während sie das machen. Da ich gerade aufgestanden bin, kann ich mir vorstellen, dass das bei mir auch passieren wird. Mal gucken. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Mein Unterbewusstsein führt mich sicher zur Astralreise. Oh Gott. Jetzt habe ich mir ganz viele Affirmationen angehört und gesagt. Mal schauen, ob mein Unterbewusstsein mich sicher in die Astralreise bringt. Ich glaube, jetzt startet erstmal hier mein Tag und dann, ja, geht's morgen weiter. Ich bin jetzt mit Dr. Nikhil Mukherjee von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften verabredet und von ihm möchte ich wissen, wie man Astralreisen erklären kann. Wir wollen nach wissenschaftlichen Maßstäben glauben. Also das heißt, wenn jemand irgendwas... Ey, no joke, ich glaube, von denen habe ich gehört. Richtig, richtig cool. Hier. Das ist so eine, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob staatlich oder so, aber nee, gemeinnützige Organisation. Und die untersuchen halt so, paranormale Phänomene wissenschaftlich, weißt du? Ja. Finde ich teilweise wirklich cool und spannend, so die Ansätze. Was kann ich, dass es sowas überhaupt gibt? Ja, hatte ich letztens mal in einem Podcast von gehört. Was behauptet, wo man jetzt flapsig sagen könnte, da geht die Augenbrauen vielleicht auf die Hinterseite des Kopfes, dann würden wir sagen, okay, da gehen wir dem jetzt mal auf den Grund. Also warum glauben Leute das? Warum machen Menschen bestimmte Arten von Erfahrungen, aus denen sie dann bestimmte Schlüsse ableiten? Und das machen wir eben dezidiert wissenschaftlich. Wenn man von einer Astralreise spricht, das ist jetzt erstmal eine außerkörperliche Erfahrung, ja? Dann kommt hinzu, dass man sagt, das ist auch willentlich passiert. Also ich habe mich auf eine Reise begeben. In dieser Reise interpretiert man das so, als wäre das in einem gewissen Sinne real. Also die Dinge, die man dort beobachtet, die entsprechen tatsächlich der physischen Welt. Die These ist total spooky und super esoterisch, würde ich sagen. Und das muss man dann wiederum abgrenzen von beispielsweise einem luziden Traum, wo man sagt, ich träume jetzt und dort ist mir bewusst, es ist nur ein Traum. Wie könnte man denn genau nachweisen, ob jemand astral gereist ist? Man müsste irgendeine Art von schwierigen Test machen, beispielsweise. Ich zeige dir jetzt, wo in meinem Haus eine Dose liegt und da ist ein Zettel drin, da steht irgendwie ein Zahlencode drauf. Wenn du wieder hier bist, dann sag mir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, diesen Zahlencode. Das zu erraten ist ziemlich unwahrscheinlich. Dann könnte man sagen, wie kann man das anders erklären, als dass ich tatsächlich diese
Beobachtung gemacht habe. Interessant wäre es dann, wenn man eine allgemeine Technik angeben könnte, nach der jemand anders genau das, was da passiert ist, reproduzieren könnte. So würde ich sagen, würde man dem wissenschaftlich auf den Grund gehen. Das heißt, um zu beweisen... Ja, okay, aber das finde ich wieder, ist dann ein bisschen zu wissenschaftlich, wenn man sagt, eine andere Person muss das genau gleich reproduzieren können, dieses Experiment. Weil ich glaube, manche sind in der Lage zu sowas und lassen sich darauf ein und manche halt nicht. Und ich glaube, dass das beim Paranormalen genauso ist. Wenn du einen dabei hast, der sich null darauf einlässt und bei allem sagt, hey, es war doch gar nichts und keine Ahnung, dann wirst du auch keine weiteren Erlebnisse wahrscheinlich haben. Ja, meinst das du? Das ist so meine Erfahrung, aber dann kann ja. Das kann ja auch Einbildung sein, wenn du was erlebst. Nee, ich glaube, dass das sehr viel auch mit der Psyche zusammenhängt, ja. Wie sehr man sich auf sowas einlassen kann und so. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass es Leute gibt, wenn die im Raum sind, die nehmen alle Energie weg. Ist einfach so. Ja, aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass diese ganzen Geister, hier diese Geräte und alles drum und dran, oder dieses Board, ne? Mhm. Das bringt rein gar nichts. Für mich ist das nämlich einfach nur Psyche. Das kann sein, ja. Wirklich 100%. Aber damit sage ich nicht, dass es sowas nicht gibt. Ja. Sondern nur, dass ich von diesem ganzen Zeug... Lea ist wirklich am allerkritischsten. So, sie wirklich auch... wenn sie PU machen würde, würde sie komplett ohne Geräte arbeiten. Das Lustige war ja auch, Leon kommt so richtig begeistert von der England-Tour, erzählt mir so, ich habe wahrscheinlich einen Geisterorb gesehen. Der ist aus der Decke gekommen und danach rechts durch die Wand. Und ich so... nennt man auch Staubkorn. Alter, wirklich, ey. Die musst du erstmal überzeugen. Deswegen freue ich mich auch so auf die Videos. Nein, aber Ich glaub dir das. Ja, okay. Ja, schon klar. Okay. Würde ich sagen, würde man dem wissenschaftlich auf den Grund gehen. Das heißt, um zu beweisen, ob das Astralreisen wirklich funktioniert, will ich auch so einen Versuchsaufbau machen. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze anstellen könnte. Und es gibt eine Streamerin, die wohnt nicht so mega weit weg von mir. Und die könnte ich relativ einfach auch während so einer Astralreise besuchen. Und die frage ich jetzt einfach mal, ob sie mir vielleicht helfen kann. Hallo! Hallo! Aha! Okay, Nova, ein bisschen weirde Frage. Kannst du... Das ist hier Dingens von Seven vs. Wild, die auch da mit bei war. Wie heißt sie nochmal? Mir fällt gerade auch der Name nicht ein. Wie heißt sie denn nochmal schnell? Nova! Genau, Nova. Richtig. So irgendwas, das kann wirklich alles sein, also eine Zahl, ein Satz oder irgendwas, auf einen Zettel schreiben und einfach bei dir hinlegen. Also, dass du das in deiner Astralreise dann findest, richtig? Genau. Okay, warte, ich gehe in den Streamraum. Voll interessant. Ich glaube, ich werde aber was halbwegs Simples nehmen. Schatz, ich habe auf die Augen geguckt, ne? Ich schreibe da jetzt... Was für eine Perspektive, Junge! An eine Nummer gedacht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay! Kannst du das jetzt hier einfach irgendwo hinlegen? Ja. Und dann werde ich versuchen, das... zu finden. Findest du das übergriffig, wenn ich dich jetzt so in der Astralwelt einfach besuchen komme? Nein. Alter, aber dann kannst du ja theoretisch in der Astralreise alles machen. Du gehst einfach zu jemandem in die Wohnung. Dann gehe ich jetzt zu der heißen Nachbarin, die wir haben, währenddessen sie sich umzieht. Aber schärfer, es fühlt sich irgendjemand angesprochen. Nein, wir haben keine heiße Nachbarin. Boah, jetzt war es. Nein, ey, so war es nicht gemeint. Mann, das sind ja alles Familien. So, weiter gucken, bevor ich mich mehr in die Scheiße rede. Nein, das kannst du gerne machen. Dann schaue ich mal, ob ich irgendwann mal vorbeikomme und gucke, was du da... Irgendwann mal vor allem. Stell mal für sie Dusche in dem Moment. Reingeschrieben hast. Ich habe die letzten Tage echt viel geübt. Also ich habe diverse Entspannungstechniken gemacht und die Astralreise wirklich manifestiert. Und jetzt geht's darum... Vielleicht auch nicht Astralreise, sondern Analreise. Was? Darauf jetzt. Ich glaube, ich habe zu viel Zeit mit Hubi und seinen Arschbohrern verbracht. Nee, das ist einfach, weil du mir auch erzählt hast, dass es irgendein Dämon gibt. Ja, ein Succubus. Der bumst einen. Sex mit einem hat. Ja, das ist da so. Da erzählt er mir einfach mitten in der Nacht. Manchmal frage ich mich, ob du noch alle hast. Ja, aber es gibt in einem Raum von einer Location, wo wir waren, soll es einen Succubus gegeben haben und da habe ich alleine drin gepennt in einem Raum. Deswegen habe ich dir das erzählt, weil der Succubus, der soll einen nachts penetrieren. Ja, und? Wie war? Das ist so. Ja, wie war? Nichts passiert. Bisschen wund gewesen, der Popo am nächsten Tag. Ich glaube, das war Hubi. Der kam mit seinem Arschbohrerfinger. Ich glaube, das alles nicht mehr ehrlich. Um das Ganze auszuprobieren. Also, ich möchte meine erste Astralreise schaffen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert.
Ich habe gerade versucht, astral zu reisen. Also direkt nach dem Aufwachen habe ich angefangen mit den ganzen Entspannungstechniken und so. Das heißt, ich habe probiert, dass der Körper einschläft, aber der Geist wach bleibt. Und das hat am Anfang auch erstaunlich gut funktioniert. Also ich bin sogar an den Punkt gekommen, den Andreas genannt hat, dass der Körper so angefangen hat zu vibrieren oder so und sich so ein Kribbeln gespürt habe. Das war schon faszinierend. Aber danach ist halt nichts weiteres passiert. Ich lag dann noch so ein bisschen da rum und bin dann irgendwann einfach eingeschlafen. Das ist echt gar nicht so einfach, das hinzubekommen, dass der Geist wach bleibt und der Körper einschläft. Kannst du verstehen, dass manche Menschen gegenüber der Idee, dass es Astralreisen gibt, schon so ein bisschen skeptisch sind? Also, dass sie denken, okay, das ist alles nur Quatsch? Klar könnte man jetzt sagen, okay, man kann das ja auch träumen. Das sind dann natürlich dann wieder so die Leute, die dann sagen, hey, vielleicht ist es doch alles dasselbe. Aber was viele Astralreisende so beschreiben, dass sie dann eben bei ihrem Nachbarn vorbeischauen, dann da gucken, was macht er. Dann rufen die den an, hey, hast du das und das gemacht? Und dann sind die voll verblüfft, so, hä, was, wie, woher weißt du das? Es gibt so viele Berichte, die einfach zeigen, so allein schon Nahtoderfahrungen, diese Operationserfahrungen, von denen ich berichtet habe, dass man da... Das Ding ist halt so, viele Berichte ist natürlich jetzt in der Wissenschaft auch nicht akkurat genug. Man müsste wissen, also man müsste das wirklich so in so einem Experiment beweisen können, ne? So, und ich glaube, auch solange es dieses Experiment gibt, bin ich mir auch halt noch nicht ganz sicher, ob das jetzt nicht eine Art von Träumen ist oder halt wirklich eine Form von, dass ich jetzt aus meinem Körper rausgehen kann. Boah, es wäre schon gruselig davor. Du filmst, also du hast also wirklich auf Video, ne? Mhm. Die eine Person einfach ihr Alltag hat, die andere Person macht das und geht dann die Person besuchen. Und das ist wirklich auf Video, also dass du wirklich einen Beweis hast, ne, dass... Das ist halt die Person, die diese Astralreise gemacht hat, dann sagt, yo, zu dem und dem Zeitpunkt hast du gegessen, zu dem und dem Zeitpunkt hast du geduscht und so weiter. Boah. Das wäre richtig gruselig. Das wäre richtig krank. Stell dir vor, irgendjemand steht gerade so bei dir dann. Das ist voll komisch. Boah, weh, es macht mal einer hier, ne? Stell mal vor, es gibt gar keine Geister, das sind alles nur Astralreisende. Okay, jetzt ganz wilde Theorie aufgestellt. Jetzt wird's ganz wild. Da aus dieser Welt Informationen mitnehmen kann und dann physisch einfach nochmal wieder weitergeben kann. Also Sachen, die man so gar nicht wissen konnte. Das ist für mich einfach ein ganz klares Indiz dafür, dass da mehr dran ist. Und letztendlich weiß die Wissenschaft ja auch bis heute noch nicht, was genau da dahinter steckt. Wenn Astralreisen bisher nicht wissenschaftlich belegbar sind, warum gibt es denn dann so viele Erfahrungsberichte? Also irgendwas muss dann ja schon da dran sein, oder? Also wenn du eine sehr, sehr breite Schablone hast, wo einfach sehr viel als Astralreise durchgeht, dann würde man ohne weiteres erklären können, warum viele Leute das berichten, weil ich meine, dass ich geflogen bin im Traum oder dass ich irgendwie Geistwesen da getroffen habe, das ist mir ja auch passiert. Ne? Und beim Einschlafen und beim Aufwachen hat man auch bestimmte Halluzinationen, das kann man auch ohne weiteres erklären. Was es halt eben aber nicht gibt und noch kein einziges Mal gegeben hat, ist eben eine Astralreise, die belegt, dass jemand außerhalb seines Körpers eine Erfahrung gemacht hat, die man nicht anders erklären kann, als dass die Person tatsächlich woanders war und dort beobachtet. Hä? Hör mal die Musik im Hintergrund. Ist das nicht deine Musik? Epidemic Sound. Ganz klar. Hört man immer regelmäßig. Hä, woher kommt das? Gemacht hat. Wozu wir neigen als Menschen ist, dass wir, wenn wir eine bestimmte Vorüberzeugung haben, dass wir immer Bestätigung dafür finden. Und das ist auch relativ leicht möglich. Wenn du irgendwann mal geträumt hast, zum Beispiel ein Freund, den du lange nicht mehr gesprochen hast, der ruft dich an. Am nächsten Tag ruft er tatsächlich an. Das ist so ein Bias, den wir haben. Du träumst die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Alle diese Dinge treten nicht ein. Und dann irgendwann passiert irgendwas und dann denkst du jetzt, Moment mal, offensichtlich kann ich da so hell sehen durch meine Träume. Und das ist eben kein, also im wissenschaftlichen Sinne, fairer Test. Leute, ich hatte gerade meine erste Astralreise. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass das noch was wird. Also ich habe es wieder so gemacht, wie die letzten Tage eigentlich auch. Ich habe mit so einer geführten Astralreisen-Meditation irgendwie begonnen, habe mich hingelegt, habe meinen ganzen Körper entspannt, habe meinen Geist entspannt. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, mein Körper fühlt sich ein bisschen anders an. Der hat irgendwie so angefangen zu kribbeln. Vor meinen geschlossenen Augen sind irgendwie so Blitze gekommen. Dann habe ich irgendwie versucht, diese Austrittstechniken anzuwenden, die ich auch gelernt habe die letzten Tage. Und dann habe ich irgendwie einerseits versucht, mich irgendwie so aus meinem Körper herauszuwippen. Dann habe ich diese Technik, die Andreas erwähnt hat,
probiert, dass irgendwie so ein Seil über mir hängt und ich versuche, mich mit meinem Astralkörper aus meinem normalen Körper herauszuziehen. Ich weiß nicht genau, wie es dann funktioniert hat, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie mit meinem Bewusstsein außerhalb von meinem Körper war. Also ich habe, wie ich da liege, gefühlt, aber ich habe parallel auch mein Bewusstsein so außerhalb wahrgenommen. Das war auf jeden Fall super verrückt. Dann habe ich irgendwie überlegt, okay, wie kann ich jetzt diese Astralwelt erforschen? Bin erstmal so ein bisschen durch den Raum gelaufen, habe mir irgendwie das quasi so angeschaut, also habe auf mich selber geschaut, wie ich noch so da liege. Dann habe ich irgendwie geschaut, okay, ich kann auf einmal auf der Straße stehen. Dann habe ich geguckt, wenn ich jetzt hier irgendwie durch die Gegend laufe, wie ist das so? Aber das war unfassbar schnell. Ihr kennt doch vielleicht so Google Street View. So in der Art hat sich das angefühlt. Also so supersprintmäßig konnte ich irgendwie zu so verschiedenen Orten in der Stadt irgendwie reisen. Dann habe ich mal ausprobiert, ob das nicht auch funktioniert, zu fliegen. Bin irgendwie auf den Kölner Fernsehturm irgendwie draufgeflogen. Habe von oben so ein bisschen auf die Stadt geschaut. Das war schon irgendwie verrückt, sich so rumzubewegen, außerhalb des Körpers in so der Welt unterwegs zu sein. Andererseits, ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich nur zu bekannten Orten gehen kann, die ich ja selber schon mal irgendwie gesehen habe. Und es hat sich ehrlich gesagt nicht wirklich echt angefühlt, als würde ich mir das gerade einbilden. Irgendwann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal wieder zurückzukommen und dann bin ich aufgewacht. Was ich auch ganz interessant finde, ich tracke meinen Schlaf seit einiger Zeit ja mit diesem Ring und ich habe gerade gesehen, während der Astralreise war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass man das hier so sehen kann und dass man auch ganz klar sieht, dass ich nicht wach war, sondern dass ich schon in so einem Schlafzustand war, zumindest im REM-Schlaf. Könnte es denn sein, dass in Zukunft irgendwann nachgewiesen wird, dass es Astralreisen wirklich gibt? Die Erwartung wäre natürlich, wenn es irgendetwas richtig Bahnbrechendes gäbe, dann muss das ja irgendwie in Konflikt geraten mit Dingen, die wir heute glauben. Und wenn wir sowas finden, und das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben, ne? Also Mesmerisierung und Hypnose und so weiter, da sind tatsächlich Phänomene daraus geworden, die man systematisch studieren kann, an denen auch was dran ist. Sollten wir sowas tatsächlich entdecken, dann würden wir uns erstmal kneifen und würden erstmal gucken, kann das wirklich sein? Dann würde man es nochmal versuchen, dann würde man es nochmal jemand anders machen lassen und ganz am Ende dieses Weges steht dann eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die wahrscheinlich irgendwas Großes bewegt hat. Eine Sache ist ja noch offen und zwar mein Versuchsaufbau. Ich meine, ich fände es geil, wenn es echt wäre. Ob man die Astralreise beweisen kann. Gruselig. Ja gut, dann weißt du nicht, ob dein Nachbar jetzt mal eben eine Astralreise macht und dich unter der Dusche beobachtet, ne? Ist halt wirklich so. Alter. Das ist irgendwie komisch. Deswegen habe ich heute Morgen versucht, wieder eine Astralreise zu machen und es hat funktioniert. Also ich habe es tatsächlich wieder geschafft, in diesen Zustand zu kommen, wobei sich das irgendwie auch nochmal anders angefühlt hat als beim letzten Mal. Also ich würde sagen, das war irgendwie nicht so klar wie beim letzten Mal. Ich habe dann versucht, in diesem Zustand mich zu Nova zu teleportieren. Das hat auch funktioniert. Und dann habe ich irgendwie versucht herauszufinden, was sie aufgeschrieben hat. Ich habe dann irgendwie bei ihr in der Küche gestanden, habe irgendwie dieses Notizbuch gesehen, habe versucht, mir das so anzuschauen, aber ich konnte nicht so richtig sehen, was da drin stehen könnte. Also ich habe mir eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Also so 3 bis 4 Worte. Mehr konnte ich da ehrlich gesagt nicht sehen. Aber ich bin sehr gespannt, was Nova da tatsächlich aufgeschrieben hat. Ich schreibe da jetzt, weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Die schreibe ich da jetzt drauf. Sind hässlich, aber ich glaube, man kann es lesen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, also ich war ganz weit weg von der Lösung. Wie ist denn jetzt mein Fazit? Irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, astral zu reisen, zumindest mit einer Menge Training. Aber ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich echt angefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen oder als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Und auch für außerkörperliche Erfahrungen gibt es ja wissenschaftliche Erklärungen, für Astralreisen hingegen nicht. Was mir bei diesem Selbstexperiment aber auf jeden Fall gefallen hat, waren diese Entspannungsübungen, weil das ist schon ganz chillig, ab und zu einfach mal seinen Kopf auszuschalten. Für wie wahrscheinlich hältst du persönlich die Existenz von Astralreisen? Es ist empirisch nicht belegbar. Es hat noch nie verifizierbar funktioniert. Und es ist auch nicht einzubetten in ein naturwissenschaftliches, modernes Weltbild. Deswegen würde ich sagen, nimmt man beides zusammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, nahe Null. Sehr, sehr nahe Null. Was denkt ihr über Astralreisen? Und habt ihr vielleicht selber schon mal so eine Erfahrung gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es befürchtet, dass es in die Richtung Traum geht.
Ja, das habe ich mir aber auch gedacht, dass er da irgendwie dieses luzide Träumen macht, was ja auch anscheinend wirklich geht und was es gibt. Ja. Und das ist es einfach. Also, ja. Keine Ahnung. Was haltet ihr denn davon, Leute? Schreibt's mal in den Chat. Glaubt ihr, Astralreisen sind real? Eins in Chat. Glaubt ihr, dass das eher so luzides Träummäßig ist? Dann sind zwei. Schon ein spannendes Thema auf jeden Fall. Schon ein spannendes Thema.